wie du deiner Mission folgst und deinen Sinn des Lebens findest. Die Schöpfung verlangt aktive Mitarbeit. Laut Pierre Teilhard de Chardin sind wir nicht Menschen, die gelegentlich und unter idealen Vorzeichen eine spirituelle Erfahrung machen dürfen. Wir leben als spirituelle Wesen auf dieser Welt, um eine menschliche Erfahrung zu erleben. Der französische Philosoph und Jesuitenmönch brachte damit auf den Punkt, was Jahrhunderte an theologischen und mystischen Betrachtungen uns bis heute versuchen zu erklären. Wir sind so mit unserem Menschsein beschäftigt, dass wir flüchtige Ahnungen davon, dass es zwischen Himmel und Erde vielleicht noch etwas mehr geben könnte, bereits als spirituelle Erfahrung verbuchen. Tatsächlich verhält sich die Sache mit dem Leben auf dieser Erde jedoch genau umgekehrt. Wir leben, um eine zutiefst menschliche Erfahrung machen zu dürfen, die uns einen Körper und somit Raum für neue Interaktionen zur Verfügung stellt. Was wirklich lebt und sogar unsterblich ist, ist unsere Seele. Sie durchwandert diesen Planeten schon so lange, dass sie das Menschsein zu ihrer Natur erklärt hat. Wir kämen gar nicht auf den Gedanken, dass wir mehr Geist als Körper und mehr reinkarnierte Seele als Mensch sein könnten. Doch wenn wir diesem Gedanken eine Chance geben, kann sich uns wahrhaft Großes offenbaren. Wir erkennen dann, dass nicht das Leben selbst unsere Bestimmung ist, sondern dass diese sich irgendwo darin verbirgt. Nun gilt es nur noch, sie zu finden. Menschen in göttlicher Mission. Wir alle tragen den himmlischen Funken in uns, den wir Seele kennen. Dieses Gottpartikel stellt die direkte Verbindung zu unserem Schöpfer dar. Es spielt dabei keine Rolle, ob wir diesen als Göttin oder Gott, Universum oder Naturphänomen betrachten, an Lichtgestalten wie Engel glauben oder an Materie, die sich mit unserer gelegentlich vereint. Wir alle sind Teil der Schöpfung, also Teil eines ausgeklügelten Konzepts, welches garantiert nicht dem Zufall überlässt. Wie jedes Rädchen eines Uhrwerks hat auch jeder Mensch eine Aufgabe in diesem komplexen Gefüge zu erfüllen. Wir werden geboren und kennen zuerst einmal nur die Familie und das Umfeld, in welchem wir aufwachsen. Wenn wir Glück haben, wird uns von klein auf eine Ahnung beigebracht, dass es höhere Mächte gibt, die uns wohlgesonnen sind und an die wir uns mit allen Anliegen wenden können. Je öfter wir auf dieses kosmische Angebot zurückgreifen, desto öfter werden wir die Erfahrung machen dürfen, dass diese These stimmt. Das biblische "Bittet und es wird euch gegeben" ist dann kein bloßer Sinnspruch mehr, sondern es wird zu einem fixen Bestandteil unseres Lebens. Irgendwann erkennen wir dann, dass diese universelle Großzügigkeit keine Einbahnstraße bleiben muss. Wir erleben immer öfter, dass wir Talente in uns tragen, die anderen Menschen Freude bereiten oder ihnen sogar den Tag retten können. Wir bemerken, dass wir gesegnet sind und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wer aus einem einseitigen Deal ein Tauschgeschäft kreiert, das beiden Seiten von unendlich großem Nutzen ist, hat seinen Platz auf dieser Welt gefunden. Ich gebe, du gibst, wird dann zum göttlichen Gebot der Stunde. Nicht alle Menschen tragen Lyrik oder Poesie, Musik oder andere Begabungen in sich. Manche sind gute Zuhörer, wieder andere besitzen die Fähigkeit zu heilen oder die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Egal, wo deine Stärken liegen, du bist verpflichtet, sie nicht unter Verschluss zu halten. Wie wird man Teil der Lösung? Es braucht Mut, Lebenserfahrung und die Fähigkeit, bestimmte Ereignisse der Vergangenheit miteinander zu verbinden, um die eigene Bestimmung zu erkennen. Der Blick zurück ist dir ausnahmsweise erlaubt und sogar erwünscht, da er Klarheit darüber bringen kann, welche Wege bislang die falschen waren. Wer beispielsweise verbissen einer ganz bestimmten Karriere sein bisheriges Leben geopfert hat, jedoch trotz Ambition niemals wirklich Fuß fassen konnte in diesem Beruf, hat noch nicht seine Berufung gefunden. Die kosmischen Fingerzeige können manchmal deutlich, manchmal aber auch recht subtil in Erscheinung treten. Kurz gesagt, wenn eine Tür sich nicht öffnen lässt, ist sie nicht die richtige für dich. Auch Beziehungen können dieses Muster aus Erfolg und Misserfolg aufzeigen.
Nicht alle Menschen wissen unser Engagement und unsere Hingabe zu schätzen. Sie lernen wir zu Beginn der Bekanntschaft nur schwer kennen, müssen uns ihre Sympathie oder ihr Wohlwollen hart erkämpfen und rennen doch immer wieder nur gegen ihre unsichtbare Wand. Was nicht für uns bestimmt ist, wird sich immer anfühlen wie ein Schwimmen gegen die hereinbrechende Flut. Wir werden es lange Zeit nicht wahrhaben wollen, doch dieses Leben auf den Spuren des antiken Desperados Sisyphus führt nirgendwohin, schon gar nicht näher an unsere Bestimmung. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder eine Gebrauchsanweisung gibt es für das Entdecken seiner persönlichen Mission leider nicht. Doch einige Punkte können hilfreich sein. Nummer 1. Loslassen, was dich zerreißt. Wenn du merkst, dass du in deiner Arbeit oder deiner Beziehung immer nur verzweifelt versuchst, den Felsen allein nach oben zu hieven, ohne Aussicht auf Erfolg, ohne Dank und ohne jegliche Sinnhaftigkeit, ist es Zeit, loszulassen. Indem wir uns im Kreis drehen und immer nur an die gläserne Decke stoßen, will das Universum uns mitteilen, dass wir hier unsere Zeit und unsere Energie vergeuden. Ein Ort, der kein Platz an der Sonne für uns ist, ist nicht unser Ziel. Nummer 2. Dankbarkeit praktizieren. Der schnellste und effizienteste Weg, um sich klarer über seine Bestimmung im Leben zu werden, ist das tägliche Ritual der Dankbarkeit. Es dauert im Schnitt 5 Minuten, kann unser Leben jedoch radikal verändern. Mach dir das Gute bewusst, das es in deinem Leben bereits gibt, und noch mehr Gutes wird folgen. Es geht gar nicht anders. Das Gesetz der Anziehung ist objektiv und unbestechlich. Nummer 3. Glück als persönlichen Wertschöpfungsfaktor betrachten. Wir brauchen Geld, um zu leben. Doch wenn du an einem Punkt in deinem Leben angelangt bist, wo du einfach nicht mehr weiter weißt, überlege dir, was dich wirklich glücklich macht. Ein gut bezahlter Bürojob, der dich jedoch 8 Stunden täglich leiden lässt, kann nicht deine Bestimmung sein. Was erfüllt dich mit Freude? Welche Tätigkeiten gehen dir spielend leicht von der Hand und erfüllen dich? Wofür bekommst du immer wieder Komplimente? Dann setz dich hin und überleg dir, wie du aus deiner Berufung einen Beruf machen kannst, von dem du nicht nur existieren, sondern wahrhaft leben kannst. Nummer 4. Im Lotto gewinnen, jedenfalls theoretisch. Die Statistik spricht leider dagegen. Ein echter Lottogewinn wird nur die wenigsten von uns ereilen und diese sollten sich ihres Glückes nicht allzu sicher sein. Doch als Experiment, das dich deiner Bestimmung näher bringt, ist ein theoretischer Lottogewinn ein echter Jackpot. Überlege dir, was du mit deinem Leben anstellen würdest, wenn der schnöde Mammon kein Thema mehr für dich wäre. Womit würdest du deine Tage füllen, wenn dir die Lottofee die Sicherung deiner Existenz auf magische Art und Weise abgenommen hätte? Unser heutiges Fazit: Schöpfung als demokratischer Prozess. Es gibt bekanntlich keine Zufälle. So gesehen ist es auch keiner, dass wir uns jetzt und hier auf diesem Planeten befinden. Alles, was du zum Wohle der Allgemeinheit vollbringen kannst, kommt an Segen zu dir zurück. Und, wie wir aus der Bibel wissen, ist jeder Dienst an einem Menschen ein unmittelbarer Dienst an Gott und unseren spirituellen Mentoren. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben